Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in dieser Vorlesung befassen wir uns mit der Repetition und das zwar im Schnelldurchlauf, die Repetition der verteilten Systeme Vorlesung. Starten wir mit der Lektion 1 und 2. Die Themen, die können wir hier uns anschauen, was die Themen gewesen sind. Das war die Einführung, die Motivation, warum brauchen wir verteilte Systeme? Das ist auf der einen Seite, weil wir skalieren müssen, wenn man nicht mehr vertikal skalieren kann, das heißt, wenn man nicht mehr CPU hat, nicht mehr einen stärkeren CPU hat, nicht mehr RAM hier hinzufügen kann, dann muss man horizontal skalieren, indem man Rechner hinzufügt. Als zweites braucht man verteilte Systeme, um die Latenz zu verkleinern, das heißt, diese Latenz hier, diese Zeit von einem Punkt zum anderen, die ist gegeben, das ist eine physikalische Grenze. Um das zu verkleinern, kann man den Dienst, anstatt dass man den hier anbietet, zum Beispiel hier in Europa anbieten, dann werden die Distanzen auch kürzer und dann muss man ebenfalls die Systeme verteilen. Ein weiteres Argument für ein verteiltes System. Und das dritte Argument, das ich gebracht habe, ist, weil Hardware irgendeinmal kaputt gehen kann und aus diesem Grund bieten verteilte Systeme eine Ausfallsicherheit. Hier ein Beispiel der Submarine Cable Map. Das ist diese Karte hier und da habe ich dann gezeigt, dass eben diese Kabel auch mal kaputt gehen können und ganze Länder unter Umständen kein Internet mehr haben. Das heißt eben, Hardware kann ausfallen und deshalb machen verteilte Systeme Sinn. Das war die Einführung in der ersten und zweiten Vorlesung. In der dritten Vorlesung, da haben wir uns mit Load Balancing beschäftigt. Und zwar haben wir uns angeschaut, was ist Load Balancing, wie funktioniert es und wir haben uns dann praktische Beispiele uns angeschaut mit Nginx, mit Kdi, mit Traffic, wie man Load Balancing betreiben kann, weil das war auch ein Bestandteil des Challenge Tasks. Deshalb kommt es relativ früh bereits hier in der dritten Vorlesung. Das hier eben ein Load Balancer. Wenn jetzt hier ein Service ausfällt, dann kann der Load Balancer dann den Traffic auf den Service 1 und Service 3 umleiten. Auch ganz wichtig, hier bei den Load Balancern ist das Core-Problem, das Cross-Origin Resource Sharing. Da sind immer sehr viele Studenten reingelaufen, weil sie das Frontend und Backend auf einem anderen Host hatten und dementsprechend hat der Browser dann gemeldet, dass das nicht funktioniert und da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Auf der einen Seite kann man dann sagen, auf dem Server Access Control allow Origin Stern zum Entwickeln geht das, dass man quasi alles erlaubt, dass man sich mal etwas sieht im Browser. Die bessere Variante ist natürlich, man verwendet einen Reverse Proxy. Hier habe ich dann das Beispiel gebracht mit einem Reverse Proxy. Eben hier das Problem. Wir haben hier Frontend, das wird von einem anderen Host ausgeliefert. Das kann auch nur ein anderer Port sein. Dann bestätigt sich der Browser auch bezüglich Cross-Origin Resource Sharing. Das heißt, das kann auf einem anderen Port laufen als das, aber auf dem gleichen Server. Man hat ein Core-Problem und das. Die Lösung ist, dass man hier ebenfalls einen Reverse Proxy hat, neben dem Load Balancer. Das beherrscht Kdi, Nginx, Traffic zum Beispiel. Und dann hat man kein Core-Problem mehr. Und so hatten es die meisten Gruppen eigentlich gelöst. Ein paar hatten hier diesen Header Access Control Allow Origin gesetzt. Das geht natürlich auch. Die bessere Variante hier mit dem Reverse Proxy. Das zu Vorlesung 3. Bei Vorlesung 4, das war ebenfalls relevant für den Challenge Task. Da haben wir uns mit Docker und Docker Compose beschäftigt, das zu den virtuellen Maschinen abgegrenzt. Das heißt, hier haben wir
Hier sehen wir den Unterschied, was ein Container ist, was eine virtuelle Maschine ist und dass man auch eigentlich beides laufen lassen kann. Das heißt, hier haben wir dann ein Guest OS, das ist eine virtuelle Maschine. Hier haben wir dann in dieser virtuellen Maschine haben wir einen Container, das geht natürlich auch. Das kann beliebig mixen und wir haben uns eben die Vor- und Nachteile angeschaut von virtuellen Maschinen und Containern. Wie sie funktionieren. Wir sind dann explizit oder genauer auf die Container eingegangen und uns angeschaut, wo die Abstraktionen dort sind. Dann zur Vorlesung 5. Dort haben wir uns die Kategorisierung angeschaut. Das wäre eigentlich meine Einstiegsvorlesung gewesen, aber eben wegen dem Challenge Task habe ich die anderen Themen vorgezogen. Deshalb hier diese Kategorisierung der verteilten Systeme relativ spät. Das heißt, hier haben wir Unterschieden zwischen den sogenannten Controlled Distributed Systems und Fully Decentralized Systems. Hier gibt es, oder man kann es unterscheiden, dass es eben eine Organisationseinheit gibt, die dafür verantwortlich ist und hier gibt es ganz viele Einheiten. Man hat hier die Hardware unter Kontrolle, die Rechner unter Kontrolle, hier eher nicht. Das heißt High Churn, es kommen sehr viele Knoten, es gehen auch sehr viele Knoten wieder und Low Churn, eben wenn man es im Griff hat, dann hat man den Churn auch im Griff. Das heißt, man kann steuern, wie viele neue Knoten hinzukommen oder Knoten das System verlassen. Beispiel Amazon DynamoDB, andere Cloud-Dienste fallen ebenfalls in diese Kategorie. Im einfachsten Beispiel ein Client-Server und hier bei den Fully Decentralized Systems hat man zum Beispiel BitTorrent oder eben auch Blockchain und das ist das, was wir uns in diesem Semester anschauen. Das kann man als Secure Environment betrachten, weil eben eine Organisation hat die Kontrolle über die Rechner. Das eher als Hostile Environment, weil hier nicht eine einzige Organisation Kontrolle hat, sondern jeder jetzt zum Beispiel im Blockchain-Bereich, jeder kann eine Transaktion tätigen und dort irgendeinen Smart Contract ausführen. Die Control Distributed Systems, weil man es eben im Griff hat oder eine Organisation das im Griff hat, dann hat man auch eine hohe Verfügbarkeit und hier ist die Verfügbarkeit eher unvorhersagbar. Man weiß nicht, wann ein Knoten in Zukunft oder wenn ein Knoten das System dann verlässt. Die Rechner können homogen oder heterogen sein. Hier bei den vollständig verteilten Systemen, da sind sie eher heterogen. Dann die Mechanismen, die gut funktionieren. Das ist zum Beispiel Consistent Hashing, wird bei Cassandra verwendet. DynamoDB, das haben wir uns angeschaut. Es gibt einen zentralen Koordinator mit zum Beispiel Paxos oder Raft. Und hier Consistent Hashing funktioniert auch. Es gibt auch DHTs. Zum Beispiel bei BitTorrent gibt es DHTs, bei Tor gibt es DHTs, aber auch bei Ethereum gibt es DHTs. Zum Beispiel bei Ethereum Swarm, dort wird eine DHT verwendet, um Chunks zu finden und um die Information dort herunterzuladen. Dann, wenn man das Netzwerk im Griff hat, gibt es natürlich kein Problem mit NAT. Wenn man das Netzwerk nicht im Griff hat, dann ist NAT Network Address Translation natürlich ein Problem. Das haben wir uns ebenfalls genauer angeschaut. Bezüglich Consistency, dort gibt es in der Regel Leader Election, da gibt es diverse Mechanismen, Zookeeper zum Beispiel, Paxos oder Raft, dort gibt es dann einen Leader und der bestimmt dann die Reihenfolge der Updates. Das ist ganz wichtig, dass das dann eben konsistent ist. Und wenn man sich DHTs anschaut, dann hat man eine sehr schwache Konsistenz. Dort ist derjenige, der zuletzt geschrieben hat. Das wird dann gespeichert.
Es geht den Nakamoto-Konsensus, den Proof of Work, den haben wir uns genauer angeschaut. Bei Ethereum gibt es mittlerweile Proof of Stake, und es gibt aber auch Blockchains mit Leader Elections, mit Practical Byzantine Fault Tolerant Protokollen. Dann bei beiden muss natürlich repliziert werden. Das heißt, wenn es ein Knoten gibt, der aussteigt, müssen die Daten natürlich verfügbar sein. Wenn die Daten nur auf einem Rechner zur Verfügung sind und dieser Rechner geht offline, dann sind die Daten weg. Und das heißt, man braucht Replikas, und je mehr Replikas man hat, desto höher ist die Verfügbarkeit. Aber es braucht dann eine höhere Maintenance, und das gleiche gilt für die Controlled Distributed Systems wie auch für die Fully Decentralized Systems. Hier als Gegenbeispiel oder als Beispiel bei Bitcoin zum Beispiel, dort muss man seit wenn man eine Full Node betreiben möchte, seit 2009, seit es die erste Transaktion gibt, braucht es alle Transaktionen, die man durchgehen kann, wo man überprüfen kann, dass die Chain eigentlich in Ordnung ist. Das heißt, dort braucht man alle Daten. Jeder Full Node braucht alle Daten. Das heißt, die Transaktion wird auf jeden Full Node repliziert. Und wir haben uns dann noch die Transparenzprinzipien angeschaut. Diese Transparenzprinzipien, die gelten natürlich für beide, für die Controlled Distributed Systems wie auch für die Fully Distributed Systems. Und die Aufteilung im Frühlingssemester, dort gebe ich die Vorlesung Distributed Systems. Dort befinden wir uns eher in diesem Controlled Environment, und hier in der Blockchain-Vorlesung, das sind die vollständig verteilten Systeme, da befinden wir uns in einem vollständig verteilten System. Hier nochmals eine Zusammenfassung. Ich unterscheide sehr gerne zwischen Distributed Systems und Decentralized Systems. Distributed Systems, man eben verteilt die Dienste, aber es hat eine Einheit Kontrolle über diese Dienste. Bei den Decentralized Systems gibt es mehrere Entitäten, die Kontrolle darüber haben. Das heißt, in diesem Semester werden wir uns hier mit den vollständig verteilten Systemen, quasi die Königsklasse der verteilten Systeme, befassen. Das war in Vorlesung 5. In Vorlesung 6, dort haben wir uns mit Monorepos und Polyrepos beschäftigt, Vor- und Nachteile diskutiert. Je nach Challenge Task haben die einen Gruppen ein Monorepo, die anderen haben ein Polyrepo verwendet. Das ist dann eben euch überlassen, wie ihr euch organisiert. Dann in Vorlesung 7 haben wir uns mit Authentication beschäftigt, und zwar mit unter anderem mit JWT-Tokens, mit Access- und Refresh-Tokens. Dort haben wir auch gesehen, wie eine mögliche Implementierung aussieht, und eben auch besprochen, wie das es mit diesen JWT-Tokens funktioniert. Es gab auch Gruppen, die JWT-Authentication eingebaut haben in ihren Challenge-Task, und deshalb habe ich auch hier dieses Thema in der Vorlesung gebracht. Dann bei der Vorlesung 8, da ging es um Protokolle, klassisch mit diesen Network Layers. Das nur mal als kurze Repetition. Wir haben hier das OSI-ISO-Modell, dann das Internet-Modell, und wir haben uns ein bisschen mit TCP beschäftigt, hauptsächlich aus praktischer Sicht, wie man das heute anwenden kann. Hier haben wir eine Node.js-Version, hier haben wir eine Go-Version, wie man auf einen Server connecten kann. Hier haben wir einen Server, hier haben wir einen Client, und da haben wir uns damit beschäftigt, wie man eben mit TCP zwischen verschiedenen Diensten Nachrichten austauschen kann. Wir haben uns ein bisschen genauer TCP/TLS angeschaut, Vor- und Nachteile. Der Vorteil sicher bei TLS 1.3, wo man den Roundtrip von 3 auf 2 reduziert hat. Wenn man jetzt bedenkt, dass jetzt der andere Rechner irgendwo in Australien steht und ein Weg 165 Millisekunden ist, ein Roundtrip ist 330 Millisekunden, dann spart man mit einem Roundtrip quasi 330 Millisekunden, und das ist doch schon relativ viel.
Und es geht aber noch besser. Und zwar haben wir uns noch Quick angeschaut. Das schafft das Ganze mit einem Roundtrip. Und wenn man eine bestehende Connection hat oder wenn man bereits mit einem Endpoint kommuniziert hat, dann kann man das sogar mit Zero Roundtrips die Verbindung aufbauen. Und das hilft dann, wenn eben der Server relativ weit weg ist. Da haben wir uns die Vorteile von Quick angeschaut, was das Problem ist, zum Beispiel bei HTTP2, das Head-of-Line-Blocking, hier eine Grafik dazu. Genau, bei Vorlesung 9, dort haben wir uns mit Web-Architekturen beschäftigt, und zwar haben wir von Server-Rendering bis Full-Client-Side-Rendering, da gibt es auch eine gewisse Abstufung, also man kann entweder Server-Side-Rendering machen, wo das Backend nur HTML ausliefert, auch JavaScript, aber es wird einfach vom Server ausgerendert und der Browser stellt es dar, bis zu der Client stellt eigentlich die Seite dar, das heißt, man bekommt ein JavaScript. Das JavaScript führt dann diverse Calls auf, um sich Daten zu holen und so sich zusammenzubauen. Und eben dazwischen gibt es weitere Abstufungen und diese Abstufungen, die haben wir besprochen. Dann in der Vorlesung 10, dort haben wir uns mit dem Deployment beschäftigt, mit den Deployment-Strategien, was es für Strategien gibt. Dort haben wir uns auch Kubernetes ein wenig am Rande angeschaut, aber an der Ost gibt es beim INS gute Vorlesungen, welche sich mit Kubernetes beschäftigen. Das heißt, hier sind wir nicht allzu tief in die Materie eingestiegen. Gut, das ist jetzt im Schnelldurchlauf. War das die Repetition des ersten Teils? Den zweiten Teil, den Blockchain-Teil, den werden wir ein bisschen ausführlicher behandeln. Wir werden uns nochmals Ethereum, Bitcoin ansehen und das ein bisschen ausführlicher behandeln.